Häufig hört man, liest man oder spricht man vom angepassten Brutraum. Heute zeige ich mal die Betriebsweise im Vergleich von verschiedenen Imkern. Dabei geht es um die Anpassung des Brutraums, wann der Honigraum gegeben wird, wie der Schwarmtrieb zu betrachten ist, wie man am besten Völker vermehrt, wenn man im angepassten Brutraum imkert. Dann schauen wir uns die Varroa-Behandlung an, außerdem das Thema Wabenhygiene. Und das Ein- und Auffüttern der Bienenvölker. Schau mal vorab, dieses kurze Video soll nicht den angepassten Brutraum erklären. Ich gehe davon aus, dass ihr den kennt. Ich möchte aber erklären, wie der sich unterscheiden kann. Dazu schauen wir mal, wer war Hans Bär? Der ist im Jahr 2017 verstorben, hat aber direkt bei Bruder Adam gelernt, von ihm auch Königin bekommen und gilt eigentlich als der Vorreiter für diese Betriebsweise. Jürgen Binder kennt ihr sicherlich auch, brauche ich glaube ich nichts zu erzählen. Bernhard Heuwel, seit 2020 der Vizepräsident vom Deutschen Erwerbs- und Berufsimkerbund, ca. 400 Völker. Wichtig ist bei seiner Betriebsweise sicherlich auch im Hinterkopf zu behalten, dass er auch Königinnen vermehrt. Schauen wir uns mal die Anpassung des Brutraums an. Also wenn hier was rot oder grün ist, möchte ich damit nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist, sondern grün soll ja, Gemeinsamkeiten zeigen und rot soll nur einen Unterschied zeigen dazu. Die Anpassung haben wir eigentlich bei allen so im Zeitraum Februar, März. Ein großer Unterschied sehen wir direkt bei der Anpassung selbst. Hans Bär passt den Brutraum auf die bienenbesetzten Waben an und gibt links und rechts noch eine Futterwabe dazu, was wahrscheinlich deutlich weiter ist als das, was Bernhard Heuwel macht, der an die bestifteten Waben anpasst, was bei ihm etwa 3 bis 4 sind. Zeitgleich selektiert er da in dem Schritt auch noch die Königin, die er für gut hält. Die Jürgen Binder passt den Brutraum direkt an die Brutwaben an, erweitert aber gleichzeitig also nicht gleichzeitig, aber Mitte März, dann mit Futterwaben von hinter dem Schied. Und ihr seht es in Rot, Bernhard Heuwel erweitert gar nicht mehr. Im März macht er im Prinzip nichts, außer Honigräume und Honigzargen vorzubereiten. Ein Leitsatz von Hans Bär, aus Futter wird Brut, er erweitert auch nur mit Futterwaben. Wenn man mit leeren Waben erweitert, also ausgebauten, aber leeren Waben, dass die dann mit Pollen vollgetragen werden. Die Honigraumgabe, da gleichen sich die Imker eigentlich sehr. Sie geben im ersten Honigraum immer ausgebaute Waben. Wichtig hier nochmal bei Bernhard Heuwel, der lässt auch bei der Honigraumgabe seinen Brutraum so, wie er im Februar angepasst wurde. Gleichzeitig nutzt er das noch, wenn er die Honigräume gegeben hat, dann Volksstärken auszugleichen, indem er die Honigräume von unterschiedlich starken Völkern tauscht. Zum zweiten Honigraum sieht man bei Hans Bär, dass er ausgebaute Waben aufsetzt und erst ab dem dritten Honigraum Mittelwände aufsetzt. Jürgen Binder setzt schon ab dem zweiten Honigraum Mittelwände auf. Bernhard Heuwel, ja, wechselt sich da ab mit Mittelwänden und ausgebauten Waben, wobei er sich sicherlich die auch im Block hineingibt. So, zum Zeitraum der Honigraumgabe schreiben eigentlich alle, sobald es nötig ist, also im Prinzip, sobald die Tracht beginnt. Wenn man es zu früh macht, schreibt Jürgen Binder, dass der Raum dann oben zu kalt ist. Wichtig ist natürlich, zu spät ist zu spät. Wenn dann der Leerraum hinter dem Trennsheet verbaut ist, dann sieht man das, dass man zu spät ist. Zum Schwarmtrieb. Was hier grün ist, alle kontrollieren den Schwarmtrieb oder haben den Schwarmtrieb kontrolliert. Die Zeiträume, die Zeitfenster unterscheiden sich jedoch. Bei Jürgen Binder findet man, wenn man sich unsicher ist, alle 5 Tage, weil wenn man was übersieht, kann es in die Hose gehen. Hans Bär schlägt 8 bis 9 Tage vor. Interessanterweise macht er 3 Kontrollen in diesem Abstand. Und wenn er bei den Bienenvölkern bei der dritten und letzten Kontrolle nichts findet, dann ist das tatsächlich auch seine letzte Kontrolle. Wenn er natürlich Weiselzellen findet, die angepflegt werden,
dann kontrolliert er auch weiter. Den Drohnenrahmen schneidet Hans Bär grundsätzlich nicht. Jürgen Binder sagt, bei schlechten Völkern kann man den schneiden. Bei den guten lässt er ihn drin, damit die Gene natürlich dann bei der Begattung auch sich weiter verbreiten. Bei Werner Teufel ganz interessant, das Zeitfenster 16 bis 20 Tage. Ja, wie kommt er da drauf? Er fand es wohl am Anfang auch sehr merkwürdig, die Flügel zu schneiden, aber er verschafft sich dadurch Zeit mit der Begründung, er hat bodentiefe Fluglochbretter, die bis zum Boden gehen und dann taumelt die Königin, die Altkönigin, wenn der Schwarm abgeht, im Kreis und ja, ist dann im Gras verschwunden oder krabbelt angeblich auch wieder hoch. Dann geht natürlich trotzdem der Schwarm ab, wenn man dann nichts macht, die Schwarmzellen bricht. Dann geht der Nachschwamm halt ab, aber dann hat er wohl mehr Zeit. Und er möchte möglichst viel Honig dadurch erhalten, dadurch, dass er keine Flugtage verliert, indem er Unordnung ins Brutnest bringt und wo die Bienen nicht viel eintragen. Zum Drohnenschneiden habe ich bei ihm nichts gefunden. Zur Vermehrung. Alle außer Bernhard Heuvel machen nur Kunstschwärme. Die Zeiträume, die legende Königin schon in Eilage sein muss, die unterscheiden sich ein bisschen. Bernhard Heuvel macht natürlich auch Kunstschwärme, aber ich denke, das hängt mit seiner Betriebsweise der Königinnenvermehrung ab, dass er auch Brutwaben schröpft oder entnimmt. Zur Varroa-Behandlung, da sehen wir ziemlich viele Gemeinsamkeiten. Varomet und Bienenwohl sind ja im Prinzip auch Oxalsäurepräparate. Das heißt, Oxalsäurebehandlung tritt bei allen auf, parallel zu einer Langzeitbehandlung mit Thymol. Zu bemerken, dass Bernhard Heuvel auch ein synthetisches Varroazid einsetzt, nämlich das Amitraz, aber das tatsächlich nur bei sehr starkem Befall. Zur Wabenhygiene. Hans Bär und Bernhard Heuvel machen das im Prinzip über das Auffüllen durch Mittelwände. Nach der Honigernte wird direkt gefüttert und dann werden Mittelwände aufgefüllt und ausgebaut. Jürgen Binder setzt sich stark für die totale Brutentnahme ein, weiß aber auch, dass es ein Problem ist, dass die Bienen dann auf hellen Waben überwintern, wenn die nicht früh genug gemacht wurde und die mehrfach bebrütet wurden noch, die Waben. Zu den Honigraumwaben, ja, wir sehen es, feuchte Überwinterung bei Binder und Bär. Bei Bär natürlich nicht einfach lose unterm Körper, sondern auch geschützt vor Mäusen durch Gitter und so weiter. Trockene Überwinterung bei Bernhard Heuvel, also das heißt, er lässt sie vorher ausschlecken. Das Auf- und Einfüttern, man sieht hier viele Zahlen, kann man sich mal in Ruhe durchlesen, wenn man Pause macht. Bär und Binder haben den Alarmfütterer benutzt, Heuvel setzt Futtertaschen ein, Binder und Bär sprachen von dünnflüssigen Füttern am Anfang, quasi um zu reizen damit, weil es dem Nektar sehr ähnlich sein soll. Und später dann dickflüssiger bei Binder. Und Hans Bär sieht eigentlich das Verhältnis 1:1 Zuckerwasser als optimal an. Die Überwinterung auf verschiedenen Waben sehen wir hier. Bei Binder kommen die Völker mit 6 bis 8 Brutwaben aus. Bernhard Heuvel nimmt ein paar mehr. Zudem sehen wir bei Bernhard Heuvel auch im Gegensatz zu den anderen beiden Weizensirup, noch mit Aminosäuren versetzt teilweise, aber die Futtermengen, die gleichen sich eigentlich auch bei allen an. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da oder ein Abo. Also es sollte wirklich nur ein kurzer Überblick sein über die Betriebsweisen, wie sie sich unterscheiden. Und das Schöne am Imkern ist ja, man kann es machen, wie man es selbst möchte und man kann sich aus diesen dreien, wenn man denn möchte, das für sich passende heraussuchen. Wie ich das mache, kann ich gerne auch noch in einem anderen Video erzählen.